So, guten Morgen. Dritter Tag heute. Guckt euch mal diesen Sonnenaufgang an. So schön. Wo wir gerade bei schön sind, mein Fahrrad. Anhänger ist noch nicht beladen. Ich bin gerade wieder am Rumsortieren. Und genau, neue Idee. Meine Trabstange bringe ich diesmal gleich am Fahrrad an. Dann mein Tarp werde ich am besten irgendwie schnell griffbereit hier hinten auf meinen Fahrradanhänger drauf machen. Damit, wenn ich Mittagspause mache, dass ich gleich meinen Tarp entweder vom Fahrrad aus als höchsten Punkt abspanne, sodass ich einigermaßen geschützt bin. Genau. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, danke Vivian, für gestern auf Twitch habt ihr erzählt, so von dem, dass ich unterwegs bin, dass ich in Botschaften angerufen habe, also in einer französischen Botschaft, in einer spanischen Botschaft und auch im Gesundheitsamt in Essen. Da hatte ich mich informiert gehabt, ob das rechtens ist, ob das okay ist, und mit den Informationen bin ich jetzt eben unterwegs. Genau, und pilgern war ich auch schon mal, das stimmt, nicht 2015, sondern 2016. Da war ich 7 Monate unterwegs zu Fuß und 4 Monate habe ich gebraucht von Chemnitz nach Santiago, beziehungsweise nach Fisterre. Und dann war ich 3 Monate noch auf der Iberischen Halbinsel per Anhalter unterwegs. Ja, genau, habe da auch viel erleben dürfen. Und ja, jetzt habe ich auch eine gute Erfahrung gemacht, konnte gestern den Mantel hier wechseln. Ich habe jetzt hier einen richtig guten Mantel drauf, den ich noch, bevor ich meine Reise gestartet hatte, gekauft hatte. Hat mir der Christoph gestern geholfen, den drauf zu machen, mir mal erklärt, wie das überhaupt geht, weil ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung vom Fahrradfahren habe. Was war es noch? Ach genau, das Teil. Diese USB-Aufladestation, die über das Kabel hier runter zum Nabendynamo geht, hat der Christoph gestern auch repariert. Da ist einfach hier drinnen ein blankes Kabel gewesen und deshalb hat das mal geladen, mal nicht geladen. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich zumindest mein Telefon, wenn ich das hier ranmache, dass es dann geladen wird. Und ja, die Sonne kommt heute raus, das heißt, ich kann mein großes Solarpanel auf dem Anhänger hinten drauf machen und hoffe, dass ich damit meine Powerbank geladen kriege. Ja, ansonsten führt mich heute meine Reise über Köln. Mal gucken, ob ich beim Dom halten kann, um einen Stempel für meinen Pilgerausweis zu kriegen. Moment. Pilgerausweis, Pilgerausweis, Pilgerausweis. Wo bist du? Ah, hier. Das ist mein Pilgerausweis. Genau, und in diesem Pilgerausweis habe ich auch meinen ersten Stempel jetzt schon drin und meinen zweiten vom Altenberger Dom. Genau, und von Christophs Familie, Sonjas Familie, Familie Bosbach, wo ich Halt machen durfte. Als eine Person. Genau, ansonsten packe ich jetzt mein Zeug zusammen und dann geht's los. Es ist 8.20 Uhr und ja, ich habe das Vorrecht, an diesem wunderschönen Tag gleich aufbrechen zu dürfen. Regen ist erst ab heute Abend angesagt. Hund freut sich auch schon. Schönen Tag euch. Ciao.